Hallihallo, hier ist wieder Tombi und wir spielen weiter mit Star Wars Jedi Academy. Auf geht's in die Akademie für die nächste Story-Mission. Let's go! Jaden, ich weiß es wie kaum jemand anderer hier. Die dunkle Seite ist sehr verlockend, besonders mitten in einem Kampf. Daher passt du besser auf, ja? Ah, ja. Die Jünger Ragnos werden stärker. Sie konnten Macht aus allen Orten gewinnen, die in meinen Aufzeichnungen erwähnt wurden. Wir wissen nur leider noch nicht, was sie mit der gewonnenen Energie beabsichtigen. Es ist unumgänglich, dass wir den Anführer dieses Kults zur Strecke bringen. Aber wie? Wenn sie schon jeden Ort in den Aufzeichnungen besucht haben. Sie haben diverse Orte entdeckt, die ich nicht namentlich erwähnte, so wie Dagobah. Ich befürchte, dass sie weitere Hinweise in meinen Unterlagen deuten und die anderen Orte finden. Wir müssen vor ihnen dort sein. Wenn wir bedenken, wie wir beim letzten Mal einen Schüler verloren haben, müssen wir vorsichtiger sein und in Paaren starten. Kai, Jaden, ihr geht nach Vijun. Vijun? Ist das nicht ein großer, leerer Felsbrocken? Es ist aber auch eine der Festungen meines Vaters. Okay, dann ist es ein großer, leerer, wichtiger Felsbrocken. Streen? Das sollte interessant werden. Ich kenne Gerüchte, dass Luke Vijun besuchte, aber er hat niemals darüber geredet. Vijun ist gefährlich. Die dunkle Seite ist stark dort. Erdrückend. Seid besonders vorsichtig. Sicher, Luke. Keine Angst. Alles klar. Und das heißt, es geht jetzt rein in eine Mission, wo Vader ein Schloss hatte oder sowas oder einen Stützpunkt. Das wäre cool. Oh, das ist Vader Schloss. Okay, das sieht jetzt hier ganz anders aus. Cool. Sieht so aus, als wäre jemand zu Hause. Luke weiß wirklich, was er tut. Wir landen im Canyon und versuchen, in die Burg zu schleichen. Alles klar. Ach, der Regen ist wie Säure. Wir brauchen Schutz, schnell. Ach nee, ich glaube... Ah, ja, ich krieg hier andauernd Schaden. Oh mein Gott, was ist das denn für einer? Ja, wir sollten auf jeden Fall erstmal immer Unterschlupf suchen hier. Das ist ganz cool, dass der Regen dann irgendwie... Oh mein Gott, sind die krass! Dass der Regen uns dann auch immer Schaden macht, Leute. Ich sag mal, die halten ja so viel aus. Wir müssen von einer geschützten Stelle zur nächsten rennen. Halt dich möglichst vom Regen fern. Ja, ich hab's schon gemerkt, mein Freund. Ich hab's schon gemerkt. Danke für die Hilfe. Das ist ja cool gemacht hier. Mit dem Regen, also diesem Element, dass man hier wirklich so unter Schutz stehen müsste. Und, was auch ganz cool ist, dass man hier Vader Schloss sieht. Ne? Das ist zwar irgendwie in irgendeiner Form Legends, ich weiß nicht. Ist Vijun irgendwie ein Planet, den es da im Legends gibt? Da kennt sich da einer gut aus. Ich bin da, um ehrlich zu sein, anscheinend nicht so drin, ne? Weiß nicht, wäre mir auf jeden Fall neu. Jo, der ist krass, der Granatwerfer. Der ist es einfach. Da rein hier, in die gute Stube. Aber jetzt im Kanon ist das ja auf jeden Fall in irgendeiner Form Mustafa, oder nicht? Haben wir noch mal ein bisschen Leben. Habe ich ihn jetzt gerade umgestoßen? Tut mir leid. Ach, wir müssen die Lichtschattfarbe ändern. Und was wir damit auch machen können, ist mal so ein, ja, Türkiston. Ich habe jetzt ja auch das Darksaber genommen. Richtig cool. Gucken wir mal. Boah, das macht ja sogar das Geräusch. Okay, das finde ich gerade richtig krass. So, bist du bereit, Kyle? Geh mal rein hier in die gute Stube. Alter, krass. Vaders Festung. Ich hab Bock, Leute. So, Kyle, du guckst mal kurz bitte weg. ne? Weil wir sind hier auch teilweise mal mit der Darkseid unterwegs. Yep. Oh ja, Mann, so eine geile Drehung. Alter, was ist das denn? Oh, die leben noch. Du hast ihn ja auch Zeit. Ach, guck mal, wie cool mein Lichtschwert jetzt auch aussieht. Ich weiß nicht, seid ihr so große Fans von so Türkis als Farbe? Ich finde die irgendwo ganz cool. Erinnert mich immer so ein bisschen an quasi Episode 4, das Luke Skywalker Lichtschwert. Das ist da ja so in der ersten Fassung. Es sieht ja auf jeden Fall nicht nach diesem klassischen dunklen Blau aus, ne, wie jetzt Kyle eins hat. Sondern schon so ein bisschen heller irgendwie. Vielleicht jetzt auch nicht so ganz Türkis. Aber naja. Oh mein Gott, du stehst! Ja, hör auf, Jaden, du hast mich blockiert! Ich wollte... Gehst du mal bitte weg von mir. Der steht so, dass ich... Das lacht er auch noch wie so ein Psycho. Was ist denn jetzt mit Kai los? Der macht auch den Machtblitz! Aha. Und er erzählt mir immer was von wegen... Pass aber auf, dass du nicht der dunklen Seite verfällst. Sei lieber vorsichtig.
Nicht jeder darf die dunkle Seite der Macht benutzen. Der geht auf mich. Ja, komm hier, weg mit. Alter, das ist so krank. Das ist. Ups, das ist so krank. Haben wir eigentlich eine neue Machtfähigkeit irgendwann bekommen? Nee. Ich hatte nur gedacht, vielleicht kriegen wir wieder mal eine von diesen Gemoddeten, weil die haben wir, glaube ich, auch in so einer Story-Mission bekommen, ne? Meine zumindest. So. Oh. Wie kommen wir denn da hoch? Heil! Zeig! Junge! Was ist denn los mit dir? Ah, hier. Okay. Mein Meister hat mir das beigebracht. Kyle ist schon ein super Typ. Kyle ist schon ein super Meister. Und wie der immer lacht. Der lacht wie der größte... Wie der größte Psychopath. Und weg. Wo ist er denn überhaupt? Kyle, wo bist du da? Hat der Jagd da noch einen? Sag mal, warum haben sie das denn so eingebaut? Ging das nur im Deutschen so, dass der wie so ein Psycho lacht? Jetzt machen wir Tag-Team-Action hier. Ich halte ihn dir fest. Ich hab ein bisschen Angst vor meinem Meister. Ich dachte, ich bin hier der böse Sith-Lord. Aber der toppt das ja nochmal. Das ist ja wirklich unfassbar, Leute. Okay. Und während wir uns hier heilen, würde ich sagen, wir haben wieder eine Frage des Tages. Diese ist heute. Welcher Jedi-Ritter rettete Grogu aus dem Jedi-Tempel? Heute ein bisschen schwieriger. Von daher, wenn ihr die Frage wisst, ne, ab in die Kommentare. Am Ende wird's aufgelöst. Haben wir noch was? Ja, aber die Festung gefällt mir eigentlich ganz gut. Mittlerweile wäre das ja wahrscheinlich eher diese Castle auf Mustafa. Wenn wir den würgen? Nee, ich glaube, das geht nicht. Stopp! Aber die hier finde ich eigentlich auch ganz cool. Wie gesagt, wenn ihr euch da auskennt... Oh mein Gott, gerne mal schreiben. Okay, gegen die brauche ich auch noch irgendwie... Eieieiei, gegen die brauche ich auch noch irgendwie eine gute Taktik. Das haben wir ganz schlecht gemacht gerade. Vielleicht auch noch mal irgendwie mit der Machtgeschwindigkeit dann? Ich weiß es nicht. Oh, hier müssen wir uns auf jeden Fall andauernd heilen, Leute. Ich wundere mich, ich kapp das teilweise so ein bisschen raus, wenn man einfach nur rumsteht und sich heilt. Das müsst ihr jetzt nicht ansehen. Aber guck mal, wie cool der Planet ist. Wie gesagt, solche Elemente sind doch super, ne? Dass man jetzt hier so eine Art Säureregen oder sowas hat. Ich finde, das ist eine kreative Idee. Irgendwie muss man ja mal sagen, da waren die früher einfach kreativer, habe ich den Eindruck. Das ist jetzt hier sogar irgendein Planet aus dem Videospiel. Und trotzdem, ich weiß nicht, in den komm mal so ein kurzes Sequel-Bashing, I'm sorry. Aber in den Sequels, da sind die Planeten alle so einfallslos, leider. Naja, gut, in den neuen Serien auch, ne? Guck mal, wie cool das wäre mit so einem Säureplaneten oder sowas. Irgendwas gefährlich. Und da kann man auch wieder gleichzeitig irgendwas cool das irgendwie im Kampf einbauen oder so. Oder eine Bedrohung von außerhalb wird irgendwie darstellen, ne? Dass jetzt nicht irgendwie immer nur... Blaster oder was auch immer gefährlich sind, sondern halt auch sowas mal. Das schaffe ich nicht. Ich muss ganz kurz mich mal hier regenerieren. Okay, wieder rein da. Den einen haben wir. Komm, nur noch den. Hilf mir, Kyle. Den müssen wir doch auch noch. Du musst da drauf gehen. Jawohl. Okay. Nee, aber irgendwie, ne, die Planeten. Wirklich ein bisschen kreativere Ideen wären natürlich schon cool gewesen. Könnt ihr gerne mal sagen, was ihr euch denn mal wieder für einen Planeten wünscht. Ne? Gerade in den Prequels gibt es natürlich sehr, sehr coole, kreative Planeten, ne? Die dann irgendwo... Ja, irgendwo sofort erkennt man die wieder oder die haben so eine einzigartige Architektur oder Kultur oder was auch immer. Das ist so ein bisschen schade, dass das so sehr stark verloren ging in Los Sequelos. Aber jetzt hüpfen wir erstmal da oben durchs Fenster. Geht das überhaupt? Oh nein, das geht überhaupt nicht. Kyle, wo ist hier der Eingang? Kyle! Ach, hier wäre dieses Machtabsorption, was er immer anmacht, wäre hier richtig gut gewesen, hätte ich das mal gelernt. Oder Schutz oder was es ist. Schade. Ich weiß gar nicht, ob es da noch mehrere Missionen gibt, wo das eventuell... Ach du Scheiße. Ganz gut wäre. Jetzt werden sie uns erwarten. Okay, wir müssen uns den Turbolaser holen und den Bomber ausschalten. Was? Oh mein Gott. Da kann ich mich auch gar nicht mehr dran erinnern. Also hier sind so viele Sachen drin, wo ich mich nicht mehr dran erinnern kann. Das ist nicht normal. War geil, man. Teilbombe ausschalten. Da hab ich Bock drauf. Die Stormtrooper sind eh keine Gefahr für mich. Was war das?
Ein schlimmster Albtraum war das. Ach nee, nicht die schon wieder. Warte, wir brauchen den Blitz. Ja, der Machtblitz ist echt die einzige... Das einzige Mittel, was ich gegen die habe, habe ich den Eindruck. Das wird sonst echt schwierig gegen die. Na, geht auf mich. Ich denke mal, ich muss hier hoch, oder? Hello there. Ah, Mann, mittlerweile habe ich es auch so ein bisschen raus mit dem Lichtschwert, ne? Das macht schon echt Spaß. Zack. Oh, ich lieb den Move. Und, whoop. Und jetzt noch. Zack. Ja. Mittlerweile habe ich es echt raus mit dem Lichtschwert. Hier kriegt man trotzdem Schaden. Hilfe. Wo muss ich lang, Leute? Ich weiß nicht genau. Ich bin so ein bisschen irritiert, weil er die ganze Zeit rumstöhnt, der Olle. Jaden. Komm, hier noch Machtgeschwindigkeit. Alter Junge, der lacht so wie ein Psycho die ganze Zeit hinter mir. Das ist nicht normal. Nicht überhaupt richtig? Das ist ja echt so geisteskrank. Heilkatan, der verrückteste. Der Verrückten. Jetzt, wir nehmen die richtig schön in die Zange. Yes! Oh, geil! Das haben wir ja richtig gut gemacht. Meister und Schüler. Wie ein perfektes Traumpaar. Ah, oh, das sieht alles so super aus hier. Haben wir hier noch irgendwo ein Versteck? Nee, sieht nicht so aus. Der geht auf mich. Warte mal. Zack. Zack. Oh. Ja, Mann, den haben wir runtergestoßen. Geil. Oh, der hat eine Shotgun. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Wo ist mein Freund Kyle eigentlich? Die Verbündeten können ja auch draufgehen. Wir müssen noch ein bisschen gucken, dass der nicht irgendwo... dass der mir irgendwie nicht wegstirbt. Aber ich glaube, jetzt mal in den Abgrund fallen wird er ja nicht, oder? Können wir den in den Abgrund stürzen? Das sind so Sachen, die ich mich gerade mal frage. Aus wissenschaftlichen Gründen. Hör auf, Jaden. Huch. Okay, Freunde, da sind wir wieder. Das musste ich aber einfach mal ausprobieren. Ich musste. Es ist einfach, manchmal muss man einfach mal Sachen ausprobieren, um zu gucken, was dann passiert. Alter, diese Einrichtungen, Mann. Das sieht hier so hammermäßig cool aus. Hallo, können wir mit dir interagieren? Der war schon so. Okay, der Turbolaser sollte auf der anderen Seite dieser Tür sein. Ach, verschlossen. Da hinten war ein Kontrollraum. Warte hier und sag mir, wenn ich sie offen habe. Ah, und jetzt muss ich hier die Angreifer abwehren oder so, ha? Huh? Ich sehe das doch schon. Oh, mein Gott! Ich hatte aber nicht gedacht, dass hier irgendwelche Jedi kommen. Beziehungsweise Sith, was ist das denn? Oh shit, er hat in meinen Superangriff ausgewichen. Oh mein Gott! Kyle, beeil dich! Das war's, Kyle. Ich geh rein. Gut bist du denn wirklich? Bin gleich da. Jetzt hol ich mir... Oh, yeah! Niemand würgt mich, denn ich bin der Würger. So, und jetzt holen wir uns auch noch die ollen Teilbomber hier vom Geschütz aus. Und jetzt rein in die Burg. Alles klar. Ist das hier ein Fahrstuhl? So macht man das aber nicht mit seinem Padawan. Können wir eigentlich mit Machtgeschwindigkeit irgendwie eventuell ein bisschen verhindern, dass der Regen uns trifft? Ja. Ich glaube, wir kriegen langsamer Schaden, oder? Zum Glück sind wir aus dem Regen. Jetzt müssen wir nach oben in die Burg. Da drüben ist ein Turbolift. Alles klar, mein Freund. Das sieht cool aus. Oh, das ist ein AT-ST. Versperrt. Als wären wir gar nicht willkommen. Mal sehen, ob wir einen anderen Weg hier rausfinden. Als wären wir gar nicht willkommen. Ja, wen wundert das, mein Freund? Ha? Ich will. Sie schließen immer die Tür ab. Langsam sollten sie es doch gelernt haben. Kann ich da reingehen? Ich weiß gar nicht, kann man hier im AT-ST fahren irgendwann? Mann, das wäre doch cool. Ich kann keinen Schlüssel finden. Wäre auch zu einfach gewesen. Boah, da sagst du was. Aber hier ist doch noch ein Gang, oder? Wohin es da wohl geht? Boah, natürlich muss auch noch ein Müllzerkleinerer dabei sein. Na egal, niemand hat behauptet, ein Jedi müsste keine Drecksarbeit machen. Ah, eine Müllpresse? Jaden, lauf zur Mitte. Du kannst dort rausspringen. Das war knapp. Wir müssen hier raus.
Nimm du diese Rutsche, cool. Ich nehme diese hier. Mit etwas Glück treffen wir uns auf der anderen Seite. Jo! Ups, das war natürlich nur ein Versehen, mein Freund. Ich will nur mal ganz kurz gucken, wo ist er denn? Er ist einfach hochgesprungen. Okay, ich soll eine andere nehmen, hat er gesagt. Das sieht aber fast schon eher aus wie bei Bespin, ne? Die Gefrierkammer, die Carbonitgefrierkammer, oder? Ah, das ist ja mega cool. Müllpresse? Gibt's hier eine Müllpresse? Wir gehen raus an Episode 7. Oh, verdammter Mist. Na, mein Freund? Eine halbe Sache. Ich hab ja den Schuss voll umgelenkt von denen. Das war jetzt... Huch, war ja super. So, hier können wir irgendwas aktivieren, Leute. Ach, damit macht man die an, oder was? Ah. Ja, cool. Das heißt, er hat das gesehen und hat die dann angemacht, oder wie? So ein Arsch. Der steht hier noch so. Das ist ja mega geil. Oh, wie geil das hier aussieht, Mann. Das gefällt mir. Das gefällt mir richtig gut. Oh, warte mal. Das ist ein Versteck, oder ist das ein... Ist das der Weg? Das ist der Weg. Na, das ist ein Versteck. Oh Mann, ey. Immer wenn ich irgendwas Cooles entdecke und ich denke, ich bin jetzt hier der Smarteste im Raum... Na gut, ich bin hier alleine im Raum, von daher ist es nicht schwer. Aber dann ist es eh nur ein Versteck. Da lacht er schon wieder, mein Psychomeister. Ich schubse dir um. Komm. Alter! Wie er den umlegt! Hat sogar geklappt. Und ich dachte schon, ich müsste dich jetzt erst überall suchen. Ja, ne? Das hat gut geklappt. Kommen wir nicht lang. Nehmen wir nochmal Leben. Wir bräuchten ja mal Schildenergie. Immer hier? Ach, das ist der... Ach, ja, okay. Ich verstehe, das ist der Weg, den er gegangen ist, ha? Wo müssen wir denn hin, Meister Katan? Wir nutzen mal hier einmal das Gespür. Um zu spüren, wo wir lang müssen. Da können wir unsere Munition wieder aufladen. Muss ich mit dir vielleicht hier irgendwie zu dem Müllpressending hin? Was? Ach, jetzt macht er hier eine Tür auf. Ach so. Cool. Der Lift ist auch verschlossen. Vielleicht der Schalter. Oh, na komm. Oh oh. Oh oh. Jaden, pass auf! Oh, Jaden, du musst das Wasser ablassen. Ach, ich sehe da was. Wenn diese Leitung den Boden erreicht, werden wir... Oh Mann, ey! Ich dachte, jetzt bin ich wieder smart! So, okay, aber ich hatte gedacht, man kann da halt irgendwie rein. Guck mal, das sieht das so aus. Du musst das Wasser ablassen. Wenn diese Leitung den Boden erreicht, werden wir beide gegrillt. Ah, das ist ja voll einfach. Das sind hier so Pumpen oder so. Ah, und jetzt können wir da hoch, oder? Mann, ich hatte die richtige Idee. Wir haben einen eigenen Weg geschafft. Ja. Juhu, er kann einfach so. Flex doch nicht so rum. Ja, und jetzt können wir hier hoch, okay. Helfen Sie mir, Meister, ich bin unfähig. Habe ich geschafft, beim ersten Versuch. Was ist das denn? Können wir da hoch? Nee, ich glaube nicht. Gehen wir auf den Würgegriff. Hier sind Sachen, hier kann ich mich überhaupt nicht dran erinnern. Kyle! Ruhig bleiben. Solche Rohre habe ich schon mal gesehen. Wir können damit bis nach Bespin fliegen. Oh. Okay. Wohin es da wohl geht? Ach, die obligatorische Stelle, wo man dann irgendwie... Ja, ich hab's mir gedacht. Okay, mit Geschwindigkeit, Leute. Warum seid ihr hier stationiert? Das ist nicht super gefährlich. Oh, warte, das muss ich jetzt machen. Noch ein Stück.
Der ist tot, oder? Bin ich da einmal reingestoßen. Geil. Geile Nummer. So, warte mal. Wir haben hier irgendwie... Ich kann da auf jeden Fall runter. Haben wir hier noch was versteckt? Kriegen wir das war. Okay, wir könnten eventuell hochspringen, aber das wird auch schwer. Warte mal. Ah, können wir denn da so... Mist. Zieht der uns weg, wenn wir da doch... Also... Fliegen wir jetzt runter oder zieht der... Ah, okay. Und oben sind wir. Ha! Sehr lustig. Wie bist du denn jetzt hier hochgekommen? Was soll denn das? Der hat immer... Ich denke, da bin ich ein krasser Typ. Hab das hier rausgefunden. Sogar relativ gut und schnell und so. Und der... Der lässt mich wieder alt aussehen. Das ist schon frech. Oh mein Gott! Ich kriege dich. Du solltest mir lieber mal helfen. Gar kein Problem. Ich hab gerade einfach mal Lichtschwert weggeworfen. Diese Waffe ist mein Leben. Heil, du könntest auch mal bitte gerade irgendwie einen der Stormtrooper töten. Lichtschwert? Nein, nein, nein! Da unten ist es. Da. Ach, Mann. So, diesmal passiert mir das Ganze aber auch nicht. Diesmal lasse ich mein Lichtschwert nämlich nicht fallen. Aber dich lasse ich fallen, mein Freund. Na? Hast du dich auch ausgetobt? Alles klar. Ich denke mal, hier ist der Weg. Mach sie fertig. Es ist so geil. Den will ich runterstoßen. Ja, geil. Und ich auch. Dadurch ist es umgekommen, durch den kleinen Sturz. Oh mein Gott, kann man sich hier geil durchschnetzeln. Hä, was bist du denn für einer? Ich glaube, hier geht's zurück, ne? Da geht's wieder in den Raum. Ja, das habe ich mir gedacht. Wir sind einmal im Kreis gelaufen. Das heißt, wir müssen da oben den Fahrstuhl nutzen. Das habe ich mir sowieso schon gedacht, als ich den so im Augenwinkel gesehen hatte. Erstmal heilen wir uns. So, Keil, ne? Wir folgen hier mal den gleichen Teil. Oh. Sieht wichtig aus. Oder auch nicht. Das ist der Kontrollraum. Achtung, Ionenkontrolle. Feuer. Okay, dann fahren wir mal richtig hoch. Endlich ein funktionierender Lift, genau. Erstmal schöne Begrüßung hier. Leute, na? Was geht denn ab, meine Freunde? Ist der den Blitz benutzt? Weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Ich kriege dich. Oh Mann, ich wollte das doch hören. Hat irgendwas gesagt, dass er zu Vaders Zeit hier noch nicht stationiert war, der eine. Aber ich glaube, wir kommen hier immer weiter rein, immer weiter zum Ende, ne? Das kommt mir auf jeden Fall so vor. Ach, den hätte er jetzt auch mal besiegen können. Kriegt Kyle den Tod? Wahrscheinlich nicht. Die kennen wir ja schon vom letzten Mal. Die sind sehr nervig. Sehr stark. Alter. Ich habe meinen schneller besiegt. Oh, du hast dann aber cool geköpft. Das war schon... Jetzt schon ein bisschen neidisch. Jetzt sind wir wieder im Kreis gelaufen. Hier müssen wir weiter. Ich glaube fast, wir müssen hier irgendwo hoch oder runter oder so. Eventuell lieber nach oben, ne? Ja, das sieht schon richtiger aus. Okay, Keil. Können wir mit der Macht beeinflussen, die Dinger? Gute Idee. Wir können die Energie wieder in die Maschine speisen und sie so überlasten. Okay. Einer noch? Und wie ist jetzt unser Fluchtplan? Was? Jaden, bist du okay? Ja, mir geht's gut. Wo bist du? Der Schrei. Ich bin nicht sicher. Ich hol dich schon ein. Geh jetzt ohne mich weiter. Der Schrei. Das war ja fantastisch. Was ist los, Jaden?
War eigentlich nichts, ne? Nichts, womit ich überfordert wäre. Gut, ich hatte ein wenig Ärger, aber ich bin gleich oben in der Kammer. Oh! Verdammt. Ich frage mich, wieso das Imperium hier überall ist. Mist. Oh ja, das war richtig gut. Guck mal, wie geil die Kammer hier aussieht. Das sieht doch schon richtig nach Vader aus. Oh, das ist ein Fahrstuhl, ha? Und Arm ab. Und Oberkörper ab. Ja, du kleiner Mann. Du denkst, du kannst was? Ich glaube nicht. Guck mal, wie Vader-mäßig das hier aussieht. Wie geil, Mann. Okay, wir können hier eventuell hochspannen. Nee, da hinten geht's weiter, okay. Ja, hier Druiden. Können wir die kaputt machen? Nee, ne? Nee. Geil, geil, geil. Ey, das sieht ja richtig Vader-mäßig aus. Bist haben sie super gemacht. Ja. Du hast eine gute Wahl getroffen. Der Meister kehrt bald zurück und führt uns zum Ruhm. Es ist ein Jedi. Warten wir. Oh, ich habe neue Waffen. Nimm das Schwert! Oh mein Gott, hab ich da gerade Glück gehabt! Alter! Oh! Der Meister kehrt bald zurück. Was ist denn diese eine Waffe, die ich hier habe? Das hier. Das ist das, was die Jet Trooper da haben, oder? Wir müssen hier auf jeden Fall aufpassen. Hier scheinen krasse Gegner zu sein. Yo! Zack! Mit der blauen Form komme ich echt deutlich besser klar, ne? Muss ich ja jetzt mal wieder sagen. Okay, jetzt sind wir auf den oberen Ebenen. Ich finde das hier richtig cool, muss ich sagen. Ich weiß, ich wiederhole mich. Aber geil ist das ja trotzdem. Alter! So super, können wir dich darüber stoßen? Also nicht, aber mein Freund, ich hab da was. Nein! Och Mann, ey! Ich wollte dich da richtig schön rüberheben. Das sieht so auffällig aus, ne, mit dem... Geil! Mit diesen Gängen da drunter. Das wollte ich eigentlich sagen. Das ist der Hammer! Ach, wie konnte ich denn da daneben schießen? Okay, war da jetzt das Stoßgewehr? Wo ist das hier? Oh, mit einem Schuss. Warte, wie heißt das? Stalker-Schuss. Stoßgewehr, okay. Es ist Darth Vaders coole Musik. Ausrede, höre ich. Weisen Sie sich aus. Warte mal, ich will einmal ganz kurz nochmal mit der neuen Waffe will ich nochmal kurz testen, wie ist die bei normalen Einheiten. Jo, die ist stark. Oh, verdammt. Rein kommst du nicht. Das werden wir sehen, mein Freund. Das ist aber auch einer der krasseren, ne? Aber dem... Kann der denn noch leben? Ich wollte gerade sagen. Ich hab den doch so zerteilt, Mann. Aber jetzt schmeißen sie mir hier schon die starken Gegner entgegen. Ich merke das schon. Das ist der Maus-Druide. Man erwartet uns oben im Thronraum. Warum denn? Ich denke, die sind fast fertig oben. Wir brechen bald auf. Okay. Warte. Jawohl, geil. Das sind wieder die Luschigen, ne? Die mache ich fertig. Die Luschigen Adepten-Sith-Krieger hier, die sind einfach, da war ein Fahrstuhl oder sowas. Die sind einfach nicht die Gefahr. Ja, hier ist gerade gar nichts, aber hier haben wir nochmal einen Fahrstuhl, der nach oben führt, hä? Aber diese anderen, die sind gefährlich. Nehmen wir denn mal den Blitz? Ich weiß es nicht. Vollpunkt. Oh, das sieht... Oh, verdammt. Die sind gefährlich. Der wehrt die auch ab. Der hat die Blitze abgewehrt. Yes! Den schweren haben wir schon mal. Oh, und den anderen auch noch. Geil, die Slow Motion. Das sieht ja aus wie im Imperator-Tod. Ich glaube, das ist der Weg im Thronsaal. Wollt ihr eigentlich nur entschärfen?
Dun, 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 dun. Hier geht's aber nicht lang. Dun, dun, dun. Was geht hier vor? Ah, die sind gefährlich. Wo war denn der andere? Der war doch noch. Ja. Den haben wir schon. Ah, da ist noch einer von den gefährlichen. Ne, das ist einer der Luschigen, okay. Den haben wir ja wohl. Wo bist du gerade? In einem Hangar. Okay, dann bin ich gleich bei dir. Na gut. Gut, Leute, aber ich würde sagen, wir machen hier tatsächlich dann erstmal Pause, weil es geht wahrscheinlich schon recht lang, die Folge. Von daher, beim nächsten Mal geht's weiter in der neuen Vader Castle Schloss Variante, wie auch immer. Und wir hatten heute eine Frage des Tages. Die war nicht so einfach, denn die Antwort darauf ist Calloran Beck. Na, habt ihr den Namen noch gekannt? Ich weiß ja nicht. Von daher, das war's. Vielen, vielen Dank fürs dabei sein. Bis zum nächsten Mal und tschüss.